Ich habe hier das neueste Modell der, würde ich sagen, beliebtesten Kopfhörer der Welt, die AirPods. Die AirPods der dritten Generation haben ein neues Design, neuen Sound und neue Technik und außerdem noch ein paar coole Tricks auf Lager. Dazu aber später mehr. Ich bin Caro und ich habe mir die AirPods 3 für dich ausführlich angeschaut und natürlich auch angehört. Fangen wir aber erstmal mit dem an, was uns auf den ersten Blick direkt ins Auge fällt, dem Design. Die AirPods 3 sehen eigentlich so aus wie die AirPods Pro, nur dann ohne die Silikonaufsätze. Und verglichen zu dem ersten Modell der AirPods sind die Stiele auch etwas kürzer geworden. Außerdem haben die AirPods 3 eine IPX4-Zertifizierung, was bedeutet, dass sie schweiß- und wasserbeständig sind. In Sachen Tragekomfort sitzen die AirPods der dritten Generation in meinem Ohr, finde ich, besser als die der zweiten Generation. Generell ist das Tragegefühl relativ locker. Ich merke auch, dass ich die AirPods immer mal wieder so ein bisschen richten muss, vor allem wenn ich laufe oder im Fitnessstudio bin. So richtig sicher fühlen sich die AirPods in meinem Ohr nicht an. Aber jedes Ohr ist natürlich unterschiedlich groß und hat eine andere Form. Deswegen kann es sein, dass es bei anderen Ohren ideal passt. Genau wie bei den beiden anderen AirPods-Modellen hat auch das Case vom neuen Modell an der Innenseite Magnete, damit die AirPods ja ganz angenehm eigentlich einrasten und sicher im Case verstaut sind. Auch die Klappe an der Oberseite hat einen Magneten, der die Klappe so ganz angenehm zuschnappen lässt. An der Unterseite gibt es einen Lightning-Eingang. Ich hatte mir eigentlich einen USB-C-Eingang gewünscht, damit man nicht immer verschiedene Aufladegeräte benutzen muss, aber vielleicht kommt das ja in der Zukunft. Außerdem hat das Case an der Rückseite Magneten, damit du es auch mit einem MagSafe-Aufladegerät aufladen kannst. Du kannst es aber natürlich auch ganz normal mit einem Kabelaufladegerät aufladen. Außerdem gilt das Case selber natürlich auch als tragbare Ladestation. Die AirPods werden nämlich automatisch aufgeladen, sobald du sie im Case verstaust. Apropos Aufladen, die AirPods halten ungefähr 5 bis 6 Stunden und mit dem MagSafe-Aufladecase kommen dann nochmal 30 Stunden hinzu. Außerdem kannst du dank der Schnellladefunktion die AirPods 5 Minuten aufladen und dann schon wieder eine ganze Stunde Musik hören. Mittlerweile ist das bei drahtlosen Kopfhörern natürlich nicht unbedingt mehr eine Besonderheit, aber ich finde trotzdem die Funktion immer noch sehr nice. Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und auf dem Sprung bin zu einer Verabredung und auf einmal merke, dass meine AirPods fast leer sind, kann ich sie nochmal 5 Minuten aufladen. Dann komme ich zwar ein bisschen zu spät zu meiner Verabredung, aber wenigstens kann ich dann unterwegs noch meine Musik hören. Wenn ich dann unterwegs bin mit meinen AirPods 3, dann bediene ich sie jetzt nicht mehr mit Touch, sondern mit Knöpfen. Als ich das gehört habe, dachte ich wirklich, danke Apple. Ich finde nämlich Knöpfe viel nicer als Touch. Einmal drücken, um Audio wiederzugeben, zu pausieren oder Anrufe anzunehmen. Zweimal drücken, um zum nächsten Lied zu kommen. Dreimal drücken, um zum vorherigen Lied zu kommen. Und gedrückt halten für Siri. Was Siri übrigens auch noch für dich macht, ist Meldung vorlesen. Wenn du also deine AirPods drin hast und gerade eine Nachricht reinbekommst, dann liest Siri dir die Nachricht vor. Und außerdem kannst du direkt angeben, ob du die Nachricht entweder direkt beantworten möchtest oder vorübergehend ignorieren möchtest. Und die Funktion kannst du natürlich nach Belieben ein- oder ausschalten. Die AirPods haben außerdem an der Innenseite einen Hautsensor, wodurch die Musik gestoppt wird, sobald du die AirPods rausnimmst und die Musik wieder weitergespielt wird, wenn du sie wieder reintust. Ich persönlich finde die Knöpfe sehr intuitiv. Du brauchst also nicht doll zu drücken. Außerdem hört man einen kleinen Ton, wenn man drückt. Und das finde ich persönlich ganz angenehm, weil ja, das Drücken so subtil ist, dass ich es schon fast gar nicht spüre. Und mit dem Ton wird es halt eben noch mal so ein bisschen hervorgehoben. Da die AirPods der dritten Generation natürlich auch den Apple H1-Chip haben, verstehen sie sich außerordentlich gut mit deinen Apple-Geräten in deinem Ökosystem. Dann ist es zum Beispiel so, dass wenn du auf deinem Laptop eine Serie oder einen Film schaust, auf deinem iPhone angerufen wirst, dass die AirPods dann automatisch vom Laptop aufs iPhone switchen. In der Theorie hört sich das natürlich sehr nice an. In der Praxis hat es bei mir, ja, würde ich sagen, so in 80% der Fälle funktioniert. Wo wir gerade schon über Filme schauen sprechen, ich habe hier ein ziemlich nices Feature für dich, nämlich das Shared Audio. Damit kannst du zwei Paar AirPods an entweder dein iPhone oder ein anderes Apple-Gerät anschließen und dann zum Beispiel einen Film oder eine Serie zusammenschauen oder Musik hören. Außerdem kannst du auch von beiden AirPod-Paaren separat die Lautstärke anpassen.
Ich persönlich finde das ganz cool, wenn ich mit meinem Partner im Zug sitze und wir uns zusammen einen Film anschauen wollen oder zusammen Musik hören wollen. Die AirPods haben jetzt außerdem 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking. Bei 3D-Audio ist es so, dass wenn du zum Beispiel einen Film oder eine Serie schaust, dass die Geräusche gefühlt aus allen Ecken kommen. Und wenn du Musik hörst, dann kannst du es dir so vorstellen, dass die Musik einfach ziemlich räumlich und noch voller klingt. Beim dynamischen Headtracking ist es so, dass der Sound immer aus deiner Audioquelle kommt, also entweder aus deinem Laptop oder iPhone oder anderen Apple-Gerät, egal wo du deinen Kopf hinbewegst, also nach links oder rechts oder oben oder unten. Ich fand es am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber habe mich auch relativ schnell daran gewöhnt und ich finde, dass es dem Filme oder Serien schauen auf jeden Fall so das gewisse Extra gibt. Außerdem unterstützen die AirPods Wo ist? Das ist die Suchfunktions-App von Apple. Das funktioniert sowohl mit den AirPods im Case als auch mit den AirPods aus dem Case raus. Und wenn die App dann die AirPods detektiert hat, dann wird ein kleiner Ton abgespielt, damit du die AirPods auch einfacher finden kannst. Ich muss sagen, für mich jetzt nicht so eine super essentielle Funktion, weil ich meine AirPods einfach nicht so oft verlege. Aber für Leute, denen das eben doch öfters passiert, ist die Funktion natürlich super praktisch. Kommen wir jetzt aber mal zum allerwichtigsten Teil der AirPods natürlich, dem Sound. Ich finde, dass der Sound sich von den AirPods der zweiten Generation zur dritten Generation um einiges gebessert hat. Die AirPods der dritten Generation haben neue Treiber bekommen und die sorgen für einen stärkeren Bass und generell einen volleren und detaillierteren Sound. Apropos Sound, mit den AirPods und übrigens auch mit älteren AirPods-Modellen kannst du jetzt Hintergrundgeräusche einstellen. Als ich von der Funktion gehört habe, dachte ich, nice. Du kannst wählen zwischen verschiedenen Hintergrundgeräuschen, wie zum Beispiel Regen oder Flussgeräusche. Ich benutze die Hintergrundgeräusche ganz gerne beim Chillen, kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie beim Lernen oder beim konzentrierten Arbeiten gut sind oder wenn man zum Beispiel meditieren will. Wo wir hier schon mal sind, du kannst mit den AirPods auch live mithören. Dann dient dein Apple-Gerät als Mikro und sendet Audio an deine AirPods. Das kann dir helfen in zum Beispiel Räumen, wo viel Lautstärke ist, damit du Unterhaltung besser verstehen kannst. Oder wenn du in einem Raum bist und eine Person weit weg gut verstehen möchtest, zum Beispiel in einem Vorlesungssaal. Auch diese Funktion kannst du natürlich nach Belieben ein- und ausschalten. Und so hört es sich für dein Gegenüber an, wenn du mit den AirPods telefonierst. Natürlich ist die Qualität jetzt nicht so gut, wie als wenn du direkt mit dem Telefon telefonierst. Aber wie du hörst, bist du trotzdem für deinen Gegenüber noch ziemlich gut zu verstehen, auch bei relativ starkem Wind. So, die AirPods der dritten Generation sind auf jeden Fall ein Upgrade zu den AirPods der zweiten Generation. Der Sound ist um einiges voller und ausgereifter geworden. Außerdem sind die Stühle etwas kürzer geworden und können wir uns jetzt an bestimmten Extras wie 3D-Audio und dynamischem Head-Tracking erfreuen. Ich finde den Sound der Apple AirPods gut, sogar ziemlich gut eigentlich. Er ist voll und klar. Wenn du aber jetzt jemand bist, der oder die echt hervorragende Soundqualität sehr wichtig findet, ja, dann würde ich dir doch eher raten, nach anderen Kopfhörern zu schauen. Wenn du aber jemand bist, der oder die cooles Design wichtig findet, zusammen mit Kopfhörern, die sich gut in dein Apple-Ökosystem einschmiegen, dann würde ich dir die AirPods der dritten Generation auf jeden Fall empfehlen. Und das auch noch mit Sound, den wir auf jeden Fall ernst nehmen können. Das war schon wieder zu den Apple AirPods der dritten Generation. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Like und abonniere auch unseren Kanal, damit du keine Videos mehr von uns verpasst. Wenn du noch Fragen hast zu den AirPods, dann stell sie gerne in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!